Guten Morgen, meine Lieben. Herzlich willkommen bei der nächsten Verlosung hier des 9. Adventstürchens und einem kurzen Tagesorakel. Ich möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich für eure lieben Glückwünsche für meine Tochter bedanken. Wir waren ja gestern so K.O. danach bei den ganzen Kindern und alles. Also ich habe da noch so eine Krümelmonster-Muffins gemacht und eine schöne Torte für meine Tochter, so eine bunte Regenbogentorte. Ja, und genau, ich wollte mich da nochmal ganz, ganz herzlich für eure lieben Glückwünsche bedanken, weil ich kann jetzt nicht immer bei jedem Einzelnen noch kommentieren, deswegen sage es euch dann so. Und auch bedanke ich mich für eure Likes, für die neuen Abonnenten. Herzlich willkommen hier auf dem Kanal. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr überhaupt alle da seid. Ja, und ich würde sagen, wir starten jetzt gleich mal rein. Wer das 10. Adventstürchen, das 9. Adventstürchen gewonnen hat. Und ich habe die Gewinnerin. Das 9. Adventstürchen hat, jetzt muss ich das mal gucken, Sternenfee gewonnen. Also, mein liebe Sternfee, du hast das 9. Adventstürchen gewonnen. Und was du gewonnen hast, das ist ein Baum des Lebensring von mir. Ne? Ein Baum des Lebensring. Wenn du den gerne haben möchtest, melde dich bei mir über WhatsApp, über E-Mail. Gib mir deine Adresse und ich sende dir den zu. Ich zeige dir den nochmal. Der ist hier ein bisschen größer, in der Größe 9. Ich hoffe, der passt dir. Wenn nicht, musst du mir nochmal schreiben. Da gebe ich ihn dir ein bisschen kleiner. So. Also ich habe Größe 8 und Größe 9 da. Gell? Ich hoffe, man sieht den. Genau, den hast du heute gewonnen im 9. Adventstürchen. Und wer morgen wieder mit dabei sein möchte beim 10. Adventstürchen, der postet bitte oder kommentiert bitte mit einer Zahl 10 hier unter den Kommentaren. Und dann geht's weiter im Lostopf, würde ich sagen. Na, die Hälfte haben wir ja schon fast rum. So, jetzt gucken wir aber mal rein. Übrigens, schaut mal, was ich von meinem Sohn noch zum Geburtstag bekommen habe. So ein Kartenständer, Kartenhalter. Und da tun wir jetzt mal die Hauptenergie rein für den heutigen Tag. Um was geht's heute direkt? Eins. Okay, wir haben drei. Ich hoffe, die passen da rein. Also, es geht heute hier darum, am 10.12. erstmal, du sollst wieder die Situation einordnen. Die hatten wir letztens auch schon mit, ne, wenn ich mich recht entsinne. Dann geht es hier darum, du sollst deinen Geist leeren, abnehmender Halbmond in den Zwilling. Leere mal deinen Geist. So, die kriegen wir jetzt nicht mehr hin, aber die stellen wir jetzt in die Mitte. Und gönn dir eine Pause. Ja, also heute ist so ein Tag, wo man sich wirklich, sieht doch cool aus hier, oder? Den Kartenständer. Wo man sich wirklich mal eine kleine Pause gönnen soll einfach, gell? Wo man einfach mal seinen Geist leeren soll, einfach mal wirklich sich hinsetzen soll und ein bisschen relaxen soll. Ich ziehe halt mal nur drei Karten. So, jetzt mischen wir nochmal. Und das ist dann unsere Hauptenergie noch mit unten am Kartendeck. Und da geht es heute um die 4 der Schwerter. Ne? Ja, Erholung, Meditation, Rückzug. Ne? Auch mal von deinen Gedanken, wo du immer, vielleicht hast du auch solche Gedanken die ganze Zeit, so, die dich so ein bisschen triggern und die dich so ein bisschen fertig machen. Und da sollst du wegkommen davon. Dann haben wir hier den Eremit-Rückzug. Ja, Rückzug. Zieh dich heute mal wirklich an den Sonntag in dir selber zurück. Versuche hier Aktionen zu machen, damit du wieder in deine Balance kommst. Also da können wir so sagen, es geht heute wirklich um dich und damit du dein Gleichgewicht hier wiederfindest. Ne? Der ein oder andere arbeitet vielleicht heute nicht, der kann sich einfach mal ein bisschen zurückziehen, mal gar nichts tun, einfach mal ein bisschen Pause gönnen. Das werde ich heute auf jeden Fall auch so gut es geht. Naja gut, ich muss ja noch für den Kindergarten noch ein bisschen was vorbereiten dann morgen. Ne? Aber ansonsten werde ich mich heute wirklich auch mal ein bisschen schonen. Ja, und für andere, ne, ist es halt wirklich so, man erholt sich hier von etwas, denkt hier über vieles nach, vielleicht auch über einen König der Münzen oder um eine Sache wieder hier ins Gleichgewicht zu bringen. Ich sehe nämlich die Liebenden, die sind hier auf dem Kopf, ne? Also es sieht vielleicht auch gerade nicht so rosig aus. Und man betrachtet sich ganz einfach die Dinge noch ganz genau. Möchte ich das noch oder nicht? Man sieht ja, hier drüben läuft schon so ein bisschen die Zeit ab. Ne, vielleicht gab es da auch Verletzungen, Kummer. Eieiei. Ja, und deswegen ziehst du dich hier ein bisschen zurück und versuchst erstmal solche Aktionen für dich selber noch so ein bisschen zu machen. Ne? Okay, welche Energie begleitet uns heute noch? Dann nehme ich jetzt mal 4 Karten. Durch den Sonntag.
Oh, okay, die Lupe wollte sich zeigen. Ja, man soll sich einfach mal die Sachen ganz genau hier angucken. Aha, mit einer männlichen Person oder mit einer Person, um die es gerade bei dir im Leben geht. Da gibt es ein paar Unklarheiten oder Ängste. Das kann jemand von der Familie sein. Ne? Vielleicht macht ihr irgendwas Unklarheiten und Ängste und du sollst versuchen, hier etwas positiv zu wandeln. Ne? Weil irgendjemand trägt hier eine Maske. Das kann auch im Beruflichen sein oder eine Maske, wenn man sagt, okay, ja, wir haben hier was Festes und. Ne? Hier sehen wir nämlich das Kreuz, was hier mit dabei ist, und den Fuchs. Man fühlt sich hier ein bisschen verarscht in der Verbindung, sehe ich hier. Und das belastet, das macht unruhig. Jetzt gucke ich nochmal hier mit dem Kreuz. Ich brauche doch nochmal Verklärungskarten. Ja, dich belastet das irgendwo. Irgendwo erfreut dich die Situation nicht, ne? Was ist hier mit den Vögeln? Da will man noch Entscheidungen treffen durch diese Unruhe. Und der Fuchs. Ja, die Begegnung mit einer Person belastet dich, lässt irgendwas so falsch für dich aussehen, ne, in eurer Verbindung. Du willst neu anfangen, aber irgendwie, ja, irgendwie ist es enttäuschend, ne? Wenn der Fuchs jetzt hier weiterläuft in diese Richtung, dann läuft er genau in den Ring rein und da sehen wir, irgendwie ist das eine falsche Verbindung, irgendeine Verbindung, die ab und zu mal blockiert, ne, wo hier Kommunikation blockiert wird. Man hat hier vielleicht auch starke Gefühle, wofür man eine Lösung finden möchte, vielleicht auch starke Sehnsüchte, vielleicht jemand aus der Vergangenheit oder eine Seelenpartnerschaft. Okay, ja, also das ist heute so die Tagesenergie, sich einfach mal von Liebe, von anderen Situationen zurückzuziehen, deinen Geist zu ordnen, ordne die Situation irgendwie neu ein in deinem Leben. Wo gehört diese Situation jetzt hin? Wo belastet dich diese Situation hier in deiner inneren Mitte? Was willst du noch für Entscheidungen treffen für diese Unruhe, weil man immer wieder sowas Falschem begegnet, Enttäuschungen begegnet, Lügen begegnet in einer Verbindung? Na? Ich sehe hier zwar der Neuanfang, aber vielleicht ist es eine neue Verbindung oder vielleicht versucht man hier etwas neu zu machen. Und komm, ich frage mal ganz schnell, wie geht denn die Situation überhaupt hier aus, die da liegt? Ja, da weiß man noch nicht so richtig, ne, ob es was Beständiges sein oder werden könnte oder nicht. Na, was haben wir hier mit dem Labyrinth? Kommt man da raus? Ja, weil hier weil man irgendwie hat man das Gefühl, dass jemand was verbergen tut. Mit einer Nachricht oder irgendein Geheimnis hat. Deswegen, das steht hier noch offen, meine Lieben. Na, das steht hier noch offen. Aber ich sehe, man wird hier Aktionen machen, entweder wegen einer Einladung oder das wieder. Harmonische Gefühle da reinkommen. Ne? Gut, dann ziehe ich jetzt noch schnell eine Rune für euch und dann bin ich weg. Ich muss nämlich noch mein Geburtstagszeug alles so ein bisschen wegräumen. So, welche Rune begleitet uns? Und das ist die Evas. Ne? Und die Evas, da haben wir auch die doppelte Lagus drinne, Gefühle fließen, lass los, dass es fließen kann. Das ist bei mir auch so ein bisschen die Seelenpartner-Rune, wo man so sagen kann, man reicht sich hier die Hände. Ne? Es geht um harmonische Beziehungen bei dieser Rune auch mit. Und ja, bleib einfach, versuch harmonisch zu bleiben. Ne? Oder wenn es nicht mit dieser Person geht oder kein Kontakt ist, dann versuch du dich harmonischer auszurichten hier. So, die aktivieren wir jetzt. Und dann, meine Lieben, wünsche ich euch noch einen ganz, ganz wundervollen Sonntag. Ich versuche dann später noch, dass die Spiegellegung euch reinzugeben. Ne, die konnte ich ja gestern nicht machen aufgrund von Stress. Ne, deswegen werde ich mal schauen, ob ich die noch heute hier für euch fertig kriege. Ne, plus dem Wochenorakel. Okay, meine Lieben, ciao, ciao, bis später.